Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Euer Wunsch ist uns Befehl. Denn auf vielfachen Wunsch einiger unserer Zuschauer, es waren einige Zuschauer, haben wir heute nochmal ein fantastisches Rezept mit dem allseits beliebten Bulgur für euch. Wir machen Bulgur-Topf mit Paprika. Das ist ein sehr einfaches und mit Sicherheit sehr leckeres One-Pot-Gericht. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. In unserem Wunderkessel werden wir zuerst eine Zwiebel, die ich bereits halbiert habe, die üblichen 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Das Ganze schieben wir mit dem Spatel ein wenig nach unten und geben jetzt noch 2 rote Paprika dazu. Die habe ich auch schon mal so in Stücke geschnitten, etwa geviertelt. Ja, es sind jetzt nur noch 1¾ Paprika, aber das wird reichen. Nochmal 3 Sekunden, Stufe 5 und wieder nach unten schieben. Wir geben 20 Milliliter Olivenöl dazu. Öl muss man sehr sparsam umgehen im Moment. Nicht wegen der Figur, das ist mir egal, aber Olivenöl ist verflucht teuer gerade. Und das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf Stufe 1 in der Varoma-Stufe erhitzt. So, dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Schritt. Als nächstes unsere Hauptzutat, nämlich der Bulgur. Das sind 150 Gramm, die gebe ich jetzt einfach in den Kessel dazu und lasse das Ganze nochmal 1 Minute im Linkslauf auf Rührstufe 100 Grad rühren. Wie gesagt, Linkslauf, ganz wichtig in dem Fall. Weiter geht's im Text. 350 Milliliter Wasser geben wir hinzu. Das habe ich jetzt hier schon mal abgewogen. Kann man natürlich auch direkt im Kessel machen. 1½ Esslöffel Tomatenmark. Und hier haben wir 1½ Esslöffel körnige Gemüsebrühe. Da könnt ihr natürlich auch Suppengrund nehmen. Ja. Wir haben den nicht immer vorrätig hier, aber wenn ihr wissen wollt, wie man den macht, und den sollte man auch vielleicht mal ausprobiert haben, weil im normalen Hausgebrauch kann man den immer ganz gut verwenden. Hier oben auf die Karte klicken und dann wisst ihr, wie man unseren Suppengrundstock macht. Das Ganze wird jetzt nochmal 5 Minuten auf 100 Grad zum Kochen gebracht. Auch hier wieder Linkslauf, Rührstufe und in der Zwischenzeit mache ich die Küche sauber. Eine Kugel Mozzarella habe ich jetzt hier noch. Die habe ich auch schon mal gewürfelt und schmeiße ich hier mit rein. Ich hebe das Ganze jetzt noch mal ein bisschen unter, weil ich gerade sehe, dass sich hier oben über dem Messer so ein bisschen Gemüsebrühe festgesetzt hat. Das ist aber gar kein Problem. Denn das Ganze wird jetzt nochmal 5 Minuten mit 80 Grad weiter verrührt. Linkslauf. 5 Minuten deswegen, sagte ich, 4 Minuten sagte ich deswegen, weil vor Ablauf der letzten Minute werde ich noch ein bisschen Petersilie reinschmeißen. Viele fragen sich gerade, was machen die Chiliflocken hier? Die sind optional. Die könnt ihr dazu geben, wenn ihr wollt, müsst es aber nicht. Ihr könnt natürlich auch Tabasco dazu machen, müsst es aber nicht. Hier schmeckt ihr das einfach entsprechend ab, so wie ihr das wollt. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer werden wir wahrscheinlich gleich auf jeden Fall noch dran machen müssen. Ich schmeck's ab und dann schauen wir mal.
Die letzte Minute ist angebrochen. Ich mache jetzt Petersilie da rein. Die könnt ihr natürlich, wenn euch das lieber ist, noch ein bisschen feiner hacken. Aber ganz ehrlich, ich mag es wirklich sehr, wenn die noch etwas grob ist. Die ist jetzt aber auch sehr, sehr grob. Also, da hat jetzt die Hanna aber wirklich ganz gut gemeint. Ich sage, lass ruhig ein bisschen grober. Da sind ja noch Stängel mit drin. Aber egal, wir wissen ja alle, Petersilie ist das mit Abstand Vitamin C reichste, was mal ihr, also zumindest, also ihr wisst, was ich meine, ne? So, schäbt das mal ein bisschen runter, so für die letzte Minute und dann gucken wir mal, ne? So. So, ihr lieben Wunderkessels, es klingelt und es ist fertig. Das ist jetzt schon, also mit dem Mozzarella hier, ich sag mal, ja, sieht interessant aus. Aber, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Bulgur. Käse geht immer. Wir richten das jetzt mal einigermaßen ästhetisch auf dem Teller an. Weil farblich ist ja alles dabei und Hanna braucht da jetzt gar keine Petersilie mehr drauf zu machen. Da ist ja genug drin, ne? Auch grobe Petersilie. Dann machen wir ein Foto, dann probiere ich mal und schauen wir mal, wie es schmeckt. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, und was soll ich sagen? So sieht's aus und natürlich hat Hanna ein Sträußchen Petersilie dazu gereicht. Naja, ein bisschen Chili haben wir jetzt noch drumherum gestreut. Ich werde jetzt trotzdem erstmal probieren, wie das so schmeckt. Wie gesagt, mit dem Mozzarella, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Paprika ist eh cool und Bulgur einfach auch eine coole Sache. Und das ist auch wenn das jetzt sehr klumpig aussieht, der Bulgur ist genau durch. Also der ist nicht verkocht oder so, oder es sieht nur so aus, als würde das aneinander kleben. Auf der Zunge merkt man wirklich jedes einzelne Bulgurkorn und ich finde, es schmeckt total gut. Ganz einfaches, ich bin echt immer erstaunt, ja, wie einfach das zubereitet wurde. Geht schnell, ist lecker, ist gesund, sind viele Vitamine drin, ne? Paprika, Petersilie. Ich finde es lecker. Also, ich esse das jetzt nicht komplett. Dafür ist der Tag zu kurz heute, weil wir haben noch einiges zu tun. Ich sage guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.